Kamera läuft. Okay, wir sind ready. Ja. Hallo, ich bin Lisa. Und ich bin Tanita. Wir möchten uns heute gemeinsam mit euch die Oberfläche von Microsoft Teams anschauen. Tanita und ich sind riesige Fans von Microsoft Teams. Wenn wir zusammenarbeiten, dann mit dieser Technologie. Aber eins nach dem anderen. Was hat Microsoft Teams denn alles zu bieten? Lass uns doch dafür in die Desktop-App schauen und mal das linke Menüband genauer betrachten. Hier haben wir 7 verschiedene Buttons und unter dem letzten, den 3 Pünktchen, verstecken sich noch weitere Anwendungen. Ganz oben unter der Glocke Aktivität finde ich alle Benachrichtigungen, die mich in Teams erreichen. Chat kennen wir, ist eine 1-zu-1-Konversation oder eben auch eine Gruppenkonversation. Unter Teams befindet sich das Herzstück von Microsoft Teams, wie die Bezeichnung ja auch schon anklingen lässt. Ich bezeichne ein Teams gerne als ein Haus, in dem sich verschiedene Räume befinden. Das wären dann in Teams Kanäle, in denen verschiedene Themen von dem Team bearbeitet werden. Der Kalender, kennen wir aus Outlook, bietet die gleiche Funktionalitäten. Unter Anrufe kann ich Hilkus und Videokonferenzen starten. Mhm. Unter Dateien liegen meine zuletzt verwendeten Dokumente ab. Und finde ich vor allem praktisch, da ich oft nicht weiß, wo lag denn jetzt diese Datei, kann ich ganz einfach auf Dateien klicken. Danke dir. Das soll fürs Erste reichen. Wir werden einfach in den nächsten Schritten in die einzelnen Bausteine von Teams reinschauen und dann wird einfach ganz schnell klar, welche Vorteile Teams für die gemeinsame Zusammenarbeit bietet.